Soldaten und Waffen entscheiden das Gefecht. Die Feuertätigkeit mit Gewehr ist meist auf wenige Augenblicke beschränkt. Dann aber erfordert sie sichere Beherrschung der Waffe, hohe Schießfertigkeit und vollendetes Ausnutzen des Geländes. Kaltblütigkeit und Entschlossenheit sind Voraussetzungen. Wer zuerst trifft, bleibt Sieger. Diese Gruppe hat einen Sicherungsauftrag. Der Gruppenführer hat sich die Feuereröffnung vorbehalten. Da sind welche. Immer mit der Ruhe. Das sind nur 6 Mann. Jetzt aber aufpassen. Seltsam. Gehen die denn ohne Feuerschutz vor? Na, wenn sie unbedingt ins Verderben laufen wollen? Die kommen genau auf uns zu. Weiter beobachten. Geradeaus 300. Feindliche Schützen. Alles vorsichtig rausziehen. Vorsichtig rausziehen. Beiderseits Buschgruppe 6 feindliche Schützen. Wir lassen sie bis auf den Kartoffelacker herankommen. Feuerüberfall auf mein Kommando. Visier 200, 2 Schuss. Visier 200, 2 Schuss. Visier 200, 2 Schuss. Ein Schuss auf Gegenüber. Zweiter Schuss nur, wenn notwendig. Stellung! 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 Feuer! Frei! Die beste Wirkung wird erzielt, wenn man den Feind mit Feuer überfällt. Unermüdliches Beobachten und gewandtes Benehmen gewährleisten die Überraschung. Überraschung, Feuerzucht und gute Schießtechnik sind Voraussetzung für den Erfolg eines Feuerüberfalls. In vielen Fällen ist im Gefecht ein geleitetes Feuer nicht möglich. Dann muss jeder Schütze seinem Auftrag entsprechend selbstständig handeln. Diese Soldaten haben Feuererlaubnis. Hier wählt sich der Einzelschütze selbst das Ziel, das Visier, den Haltepunkt und die Feuerart. Dieser Schütze gibt Präzisionsschüsse ab. Er schießt auf 300 Meter. Das ist für seine Waffe im Allgemeinen die höchste Kampfentfernung. Wind von links, also links anhalten. Verschluss gefangen, also Magazin leer. Zurück in die Deckung, dabei sichern. In der Deckung, Magazin wechseln. Verschlussfangstück lösen.
Visier stellen. Entsichern. Vorsichtig in Stellung schieben. Der springende Feind bietet zwar ein großes Ziel, aber immer muss das gefährlichste Ziel zuerst bekämpft werden. Das ist dieser feindliche Schütze. Er bietet jetzt ein schlechtes Ziel. Deshalb muss man abwarten können. Denn darum geht es. Den Feind niederkämpfen, also treffen. Abwarten, immer noch schlecht. Aber das wird besser. Siehst du wohl? Jetzt! Feindlicher Feuerschlag auf der Stellung. Trotzdem beobachten. Jetzt gilt's. Sorgfältig gezielte Schnellschüsse. Unbedingt weiterschießen. Wer jetzt in Deckung geht, ist verloren. Feind auf 35 Meter. Feuerstöße. Mensch, das war knapp. Beobachte weiter, ich lade nach. Jetzt muss sofort wieder ein volles Magazin eingesetzt werden. Los, nachladen, ich beobachte. Ist im befohlenen Wirkungsbereich der Feind niedergekämpft, unterstützt der Grenadier seine Nachbarn aus eigenem Entschluss. Weiter nach vorn beobachten. Der eigene Wirkungsbereich muss unbedingt weiter beobachtet werden. Gefährlicher Feind im befohlenen Wirkungsbereich ist immer zuerst zu bekämpfen. Angriff!
Feind in dieser Richtung. 150 am Rande der Schonung. Gruppe arbeitet sich 60 Meter bis auf Sturmentfernung vor. Sturm auf Feuerschlag der Mörser. Fertig machen. Beim Einbruch braucht man unbedingt ein volles Magazin. Wechseln. Auch wenn das andere noch halb voll ist. Überprüfen, ob alle Magazintaschen geschlossen sind. Einzelfeuer. Fertig machen zum Sprung. Sturmschießen schafft Feuerdeckung. Feuerstöße erst auf nächste Entfernung. Umstellen beim Gewehr G3. Umstellen beim Gewehr G1. Schnell zurückgehender Feind. Er wird mit Feuer verfolgt. Über eine hohe Bodenwelle hinweg Anschlag, stehend angelehnt. Liegend aufgelegt. Kniend aufgelegt. Kniend angestrichen. Kniend freihändig über Reisighaufen. Die Kampfpause wird ausgenutzt. Wer nicht als Beobachter oder als Sicherer eingeteilt ist, füllt seine Magazine nach. Die vollen Magazine gehören auf die linke Seite. Dort sind sie am schnellsten greifbar. Der Munitionsbestand ist dem Gruppenführer unaufgefordert zu melden. Noch 2,5 Magazine. Noch 2 Magazine. Noch 4 Magazine. Noch 3 Magazine. Selbstständige Feuereröffnung. Zielwahl. W.
Wahl des Haltepunktes. Feuerart. Feuereröffnung auf Befehl oder Zeichen. Munitionsmeldung. Der Feuerüberfall ist immer anzustreben. Feuerzucht, Bedingung. Wer zuerst trifft, bleibt Sieger.